Meine erste Expedition ging nach Galapagos, 1000 Kilometer westlich von Ecuador im Pazifik, Wunschtraum jedes Biologen. Rechts von mir Dr. Eibel Eibesfeld und Georg Theilacker. Eine Fülle wunderbarer Begegnungen wartet auf uns in dieser Arche Noah. Erstaunlich ist die Vertrautheit der Tiere. Wo in der Welt kann man Seelöwen streicheln? Besonders überraschend ist die Zahmheit der Galapagos-Bussarde. Überall sonst in der Welt gehören Greifvögel zu den scheuesten Geschöpfen. Dieser Bussard flieht nicht, sondern nimmt die Abwehrstellung ein.